Okay, hello, it's the Martian, Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden, fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Wir werden heute mit Preston weiter rummarschieren. Wir werden von hier aus mal so quer runter bis zu dem Polizeirevier laufen. Von hier aus zum Polizeirevier. Wir können natürlich jetzt einfach dahin porten, aber ich dachte mir, vielleicht gibt es hier noch irgendwas zu entdecken, ne? Also Polizeirevier, wir kommen. In die Richtung. Was habe ich noch auf der Karte aktiv? Das muss erstmal weg, das irritiert doch. Nein. Mann, entferne das. So, wir können ein bisschen schneller unterwegs. Oh, wir haben auch gar nichts. Ach, deswegen stimme ich auch schon wieder fast. Weil ich das mal gar nicht bemerkt, dass ich gar keine Kleidung mehr anhab. Werkstätten, Inventar, Kleidung. Gammel-Outfit. Lederrüstung, linker Arm, rechter Arm, rechtes Bein. Nennt mein Anzug. Lederleder ist besser. Lederrüstung. So. So geht das doch schon viel besser, glaube ich. Wir haben noch 5 Schuss hier drin. Noch 0 Schuss hier drin. Das ist ja fantastisch. Auf dem Weg scheint auch gar nichts mehr zu geben. Die wissen wir jetzt nicht, oder? Oh Mann, Preston macht die kaputt jetzt. Preston schieß. Preston schieß. Preston schieß. Wo ist Preston? Alter, Preston, wo bist du? Oh, Preston kommt da unten. Preston, du bist so schlecht. Mich fertig pressen. Jetzt habe ich noch 3 Schuss. In dieser Waffe. Es ist schon echt arm, aber wir sind halt sehr arm. Und das hat mich schon wieder fast getötet. Hier war anscheinend aber ja doch nichts mehr auf dem Weg. Jetzt sind wir nämlich wieder in der Stadt hinreisen können. Ah, wir waren aber noch gar nicht da oben drauf. Da müssen wir auch noch mal rauf. Aber nicht heute. Hier ist der Autobahn, hier wollte ich schon sagen, nein, der Landstraße. Da waren wir auch noch nicht. Gehen wir da erstmal hin. Und noch was auf dem Weg gefunden. Abfall und Sauerung Gilbert Brothers. Gilbert.
hat seine Cola nicht ausgetrunken. Warte mal. Naja, ich sehe da auch was. Ja, da soll ich mir auf jeden Fall einen Schutzanzug anziehen. Kinder des Atoms. Kinder des Atoms kennt man. Oh ne, die Kirche des Atoms oder so war es in Fallout 3, glaube ich. Oder Kinder? Bin mir da jetzt nicht sicher. Ausgelöst. Wow. Ein Schuss. Jetzt haben wir noch einen Schuss. Das ist nicht wirklich viel. Hier speichern und da mal reingehen. Gucken, ob das klappt. Das ist aber auch heftig. Stones ist eins richtig. Gewinksen ist schon mal nichts damit. Sein. Das wär's. Aha. Selbststeuerung. Was deaktivieren. Raus hier, das kann ich mir mal irgendwann nochmal durchlesen. Und. Bin jetzt wieder mal voll heftig verstrahlt. Hilfsmittel. Red Wave. Kann ich mich gleich noch einfahren. Dann hau ich mir jetzt noch mal das Dingstens rein. So. Weiter geht es auch schon. Ob man Preston jetzt schon wieder erinnert. Preston! Verstehe ich nicht. Wo ist der Typ? Da ist er. Komm doch. Immer muss ich dich suchen. Hier gibt es auch noch was, aber immer noch nicht. Da unten. Oh, nicht hier. Garen Garden. Aufseher Green? Green, mein Name, und Handel steht auf dem Programm. Bereit fürs Feilschen im Garten.
Was hast du vorrätig? Wenn du jetzt zugreifst, kannst du dir einen dieser großartigen Preise sichern. Sämtliche Waffen und Munition, die du tragen kannst. Außerdem medizinische und allgemeine Vorräte. Ein wahres Eldorado! Du klingst wie der Moderator einer Spielshow. Das ist die korrekte Antwort. Gut gemacht. Ladies und Gentlemen, sollen wir dem glücklichen Gewinner verraten, welchen großartigen Preis er gewonnen hat? Klar, okay. Hier entlang bitte. Schauen wir uns den großartigen Preis einmal an. Ein brandneues Auto. Wow! Wenn du bereits das Neueste in Sachen schicker, atomar betriebener Mobilität besitzt, kannst du dir deinen Preis auch auszahlen lassen. Wie klingen 100 Kronkorken? Aha, aha. Ach, guck mal, mach ein Geldviertel. Wo hab ich's denn? Wo hab ich's denn? Ach, Labor. Aufseher Green? Ein brandneues Auto. Wow! Wenn du bereits das Neueste in Sachen schicker, atomar betriebener Mobilität besitzt, kannst du dir deinen Preis auch auszahlen lassen. Wie klingen 100 Kronkorken? Ich hab eine Idee. Machen wir einen Deal. Gefällt mir! Wie wäre es mit 150 Kronkorken? Verlockend. Aber da geht doch bestimmt noch was, oder? Hey, du willst wirklich dein Glück herausfordern, was? In Ordnung, dann 200 Kronkorken. Ich muss dich warnen, wenn du noch mehr haben willst, könntest du disqualifiziert werden. Also hör lieber mit dem Falschen auf. Ich nehme die Auszahlung. Hier, bitteschön. Wenn du den Gewinn dazu nutzen willst, etwas von Robco zu kaufen, dann werden wir uns sicherlich nicht beschweren. Aha. Nun, es war mir eine Ehre. Danke, dass du mitgespielt hast. Ja, sehr schön, Mr. Green. Bring mir ein paar Mutawehren für die Ausrat. Dann landen Kronkorken in deiner Tasche. Also, ab mit dir. Hitebeeren, Kirbel, Pflanzen, Melonen, Mais, Butterbeeren. Hallo! Ich glaube schon, dass ich hier Mr. Andy mit sein werde. Was ist Mr. Brown? Willkommen in Grey Garden. Ja, aber ich möchte Mr. Brown sprechen. Kronkorken gegen Mutterbeeren. So läuft das hier. Aufseher Brown. Bereit, die Mutterbeeren abzugeben? Was bietest du mir denn dafür? 2 Kronkorken pro Stück. Er läuft einfach weg. Bereit, die Mutterbeeren abzugeben? Ja, ich nehme die Kronkorken. Wunderbar. Hier bitte. 2 Kronkorken pro Stück. Das war doch auch nett. Und jetzt immer noch Mr. Wright oder Mrs. Wright war irgendwo hier. Sie war doch hier. Sie war hier. Wo ist sie hin? Nicht in Blind? Wow, seht euch das mal an, Leute. Wir haben einen Stardust. Mr. Endis. Willkommen in Grey Garden, Liebling. Dies
ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Es gibt hier keinen einzigen Menschen? Ich sehe hier sonst niemanden. Ganz richtig, Liebling. Wir sind vollkommen autark und benötigen keinen Menschen, der unsere Tätigkeiten überwacht. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Gray. Was ist aus Dr. Gray geworden? Wie so viele andere ist er im Krieg umgekommen. Ein schrecklicher Verlust. Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze. So wie auch die anderen Aufseher. Irgendwie wurde diese Sache gerade sehr eigenartig. Wieso hat Dr. Gray euch diese Persönlichkeiten verpasst? Ein Genie ist ruhelos. Es kann Stillstand nicht ertragen. Dr. Gray hatte genug von der Standardpersönlichkeit des Mr. Handy. Er hat sich von seinen Lieblingscharakteren aus dem Fernsehen inspirieren lassen. Und wir sind das Ergebnis. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Das Wasser? Es ist schrecklich. Das ist es. Einfach schrecklich. Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Ich will mich nicht aufdrängen, aber könntest du uns vielleicht helfen? Also, was soll ich tun? Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Western-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Wassermarsch. Haben wir eine neue Quest? Das ist doch super. Preston hat das geliebt. Wissen, wir müssen noch ein bisschen. Das waren Roboter, deswegen rede ich hier auch mal. Nach Schrott aus. Jetzt ist ein Putzmittelmann. Oh, ich hab gestohlen. Ich wollte nicht stehlen. Ja, tut mir leid, ich hab gestohlen. Scheiße. Ich habe einen Schraubenschlüssel gestohlen. Das ist nicht euer Ernst, Leute. Ich wollte den Schraubenschlüssel nicht stehlen. Das war ein Versehen. Muss ich jetzt nochmal mit ihr reden? Willkommen im Grey Garden, Liebling. Ja. Das ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Es gibt hier keinen Einzelnen. Ich sehe hier sonst.
klar. Was ist das, Dr. Gray? Vielleicht ist die bereit. Irgendwie wurde die... Wieso? Sag mal. Das Wasser? Es gibt das. Also, was soll ich tun? So, jetzt stehen wir das aber nicht. Habe ich denn jetzt auch schon mit ihm geredet? Ein brandneues Auto. Wow. Wenn du bereits das Neueste in Sachen schicker, autonombetriebener Mobilität besitzt, kannst du dir deinen Preis auch auszahlen lassen. Wie klingen 100 Kronkorken? Nein, nur warten. Ne? Aber ich habe eine Idee. Gefällt mir. Wie wäre es mit 150 Kronkorken? Verlockend. Aber da geht... Hey, du willst wirklich... In Ordnung. Dann zwei. Ich nehme die Auszahlung. Hier, bitteschön. Nun... Sehr schön. Also, wo muss ich denn hin zu dem Wasserproblem? Wasserproblem? Hä? Daten? Wassermaß. Untersuch die Wasserverarbeitungsanlage. Da machen wir mal. Weg. Da unten muss irgendwo die Wasserverarbeitungsanlage sein. Können wir überhaupt tragen noch? Ein bisschen noch. Dresden ist, glaube ich, auch noch voll. Oh, Preston. Wo ist er? Was macht er schon wieder? Ich hasse es manchmal mit diesem Kerl. Ja, Preston. Schlaf doch nicht ein. Sonst würde ich es ja wohl nicht mitnehmen. Und diese Fragen. Hast du mal einen Augenblick Zeit? Ach ja, Preston, mit dir wollte ich auch noch ein. Na gut, reden wir. Was gibt's denn? Was gibt's? Als wir uns das erste Mal trafen, hatte ich zugegebenermaßen meine Zweifel, was dich anbelangt. Aber du hast mich schwer beeindruckt. Jemand wie du kann die Minutemen wirklich retten. Danke. Danke. Das aus deinem Mund zu hören, bedeutet mir viel. Mittlerweile ist dir sicher klar, wie sehr mir die Minutemen am Herzen liegen. Als ich noch klein war, waren die Minutemen meine Helden. Eigentlich waren sie sogar die einzigen Guten in der Gegend. Mit 17 trat ich der Kompanie von Ezra Hollis bei. Ein echt toller Kerl, der wirklich an die alten Werte der Minutemen glaubte. Dort hatten wir ein paar gute Jahre. Ich fühlte mich als Teil von etwas, das größer war als ich. Und ich half dabei, das Commonwealth zu einem besseren Ort zu machen. Hört sich an, als hättet ihr wirklich etwas erreicht. Das haben wir auch, denke ich. Weiß ich. Aber wie du siehst, war es nicht von Dauer. Es gab sicher eine Menge Dinge, die mir nicht klar waren oder auf die ich nicht genug achtete. Du weißt schon, Politik, Rivalitäten, Feindseligkeiten zwischen den einzelnen Gruppen. Ich denke, General Becker hat alles zusammengehalten und dafür gesorgt, dass alle mehr oder weniger am selben Strang ziehen. Aber nach seinem Tod kam alles ans Tageslicht. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Diese Leute schimpften sich Minutemen. Eigentlich hätte ihnen ihre Pflicht den Menschen gegenüber wichtiger sein sollen als alles andere. Du denkst sicher, ich war ziemlich naiv, oder? War ich wohl auch. Und bin ich trotz allem wohl immer noch. Ich glaube noch immer, dass die Minutemen das sein können, wofür ich sie immer gehalten habe. Die Guten. Wir sind die Guten. Wir geben unser Bestes. Und eine Menge haben wir dir als Vorbild zu verdanken. Also, was ich damit sagen will, ist, danke. Wie dem auch sei, ich weiß zu schätzen, dass du dir das angehört hast. Noch irgendwas? Nein, das war's. Wir sollten dann mal besser weiter. Also, Preston, das ist ja wunderbar, aber es hat uns nur Zeit gekostet. Was gibt's denn hier? Gut, Gary's Garden. Man rein.
Soll ich da mal reingehen? Soll ich das nochmal machen heute? Ja, ich sage mal, warum nicht. Dann gehen wir da rein. Mal gucken, wie lange es dauert, da reinzukommen. Ja. Gucken wir uns hier mal einmal um. Wow. Oh, ein abgenutzter Fitzhut. Schwarz. Das ist natürlich wieder ganz viel Schrottkram. So, ich werde nächstes Mal auch erstmal wieder alles weggebracht haben. Bevor wir dann weiter zur Richtung Wasserstation gehen. Geschafft. Red Ray ist sehr wichtig. Ja, ich weiß, dass ich zu viel trage. Das schützt ganz schön heftig. Irgendwas muss ich noch weg tun. So, immer noch oben raus. Ist oben noch irgendwas? Sind wir zu Garys Anwesen? Ach lol, wenn man hier hochkommt. Okay, hier ist also auch nichts mehr.
Gut, dann werde ich an der Stelle auch wieder sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Wir erkunden das Ödland und retten die Welt. Tschüss, bis dann.